Ich werde jetzt das allererste Mal eine dieser Pillen nehmen hier. Ich muss ehrlich sagen, ich merke die Wirkung jetzt. Eine der besten Tunnel-Sessions, die ich je hatte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen. Ritalin wird auch Methylphenidat genannt und ist ein psychoaktiver Stoff mit einer stimulierenden Wirkung, der vor allen Dingen eingesetzt wird bei ADHS oder auch Narkolepsie, das ist eine Schlafkrankheit. Wenn du mein letztes Video gesehen hast, dann weißt du, ich habe selber erst vor einigen Wochen die Diagnose ADHS bekommen. Und dann habe ich Torben die Diagnose gestellt. ADHS. Und ich war echt geschockt. Ich habe viel mit meiner Ärztin geredet, ich habe mich viel schlau gemacht und schlussendlich hat sie mir ein Rezept für Ritalin gegeben. Ich habe mich zurückerinnert gefühlt an die Studentenzeit. Ich habe das da zwar nie mehr genommen, ja, ich habe selber mal gymnasiales Lehramt studiert, aber viele meiner Kommilitonen, ja, haben das so als die Superdroge angepriesen, haben sich das besorgt auf dem Schwarzmarkt, haben damit nächtelang durchgelernt, sich den Stoff reingeprügelt, weil man angeblich ja eine erhöhte Konzentration hat, du hast eine bessere Aufnahmefähigkeit, ja, und du kannst dir Dinge einfach besser merken. Deshalb werde ich in diesem Video zeigen, wie ist es, wenn man das erste Mal Ritalin nimmt, ja, was ist das für eine Wirkung, wie fühlt man sich und so weiter. Ich habe mir Tests überlegt, die ich vorher gemacht habe und nachher, um zu zeigen, funktioniert das wirklich so? Ja, wie ist denn die Wirkung von Ritalin? Und ich werde aber auch auf Nebenwirkungen eingehen, denn ich kann jetzt schon mal sagen, am nächsten Tag ging es mir nicht so gut. So, bevor wir jetzt in den Test reingehen, möchte ich aber noch einmal sagen, Ritalin ist BTM, also Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, das ist auf einer Stufe mit Heroin, mit Kokain. Das ist eine Droge. Und ich selber habe ein Rezept dafür, weil ich die Diagnose habe. Ja, deshalb zeige ich das Ganze auch. Aber ich bitte euch wirklich, wenn ihr so etwas ausprobieren wollt, seid echt vorsichtig. Ja, besprecht sowas am besten mit einem Arzt und kauft euch nicht irgendwelche Pillen auf dem Schwarzmarkt, wo ihr gar nicht wisst, was da am Ende wirklich drin ist. Und jetzt gehen wir rein. So, jetzt ist es soweit. Es ist der 17. Mai, 18.02 Uhr. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ich werde jetzt das allererste Mal eine dieser Pillen nehmen hier, schön lila. Nehmen sie rein. So, runter ist sie. Vielleicht ganz kurz, wir haben hier das Medikinet Retard, retardiertes. Das heißt im Endeffekt, der Wirkstoff wird nicht sofort abgegeben, sondern der kommt eigentlich so in zwei Schüben. Das dürfte jetzt ungefähr 30 Minuten dauern. Dann sollte ich die erste Wirkung spüren. Viele sagen, die Wirkung hält 1 bis 4 Stunden und dann dürfte ich eigentlich einen zweiten Push bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie das bei mir ist. Je nachdem, wie der Stoffwechsel ist, läuft das halt schneller, langsamer ab. Wir werden auf jeden Fall jetzt auf die Uhr gucken. Ich werde jetzt noch ein bisschen was trinken. Ich habe das letzte Mal gegessen vor ungefähr 3 Stunden, also jetzt nicht auf komplett vollen Magen, aber auch nicht komplett nüchtern. Ganz normaler Tag, ganz normale 18 Uhr sozusagen. Wir gucken jetzt mal. Die Einnahme von Ritalin führt zu einer kurzfristigen Steigerung der Leistungsfähigkeit und Wachheit. Es wirkt also anregend und aufregend und unterdrückt dabei das Hungergefühl sowie Schmerz- und Erschöpfungsgefühl. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, bei mir dauerte das einen Moment, bis ich wirklich was gespürt habe. Jutta, wie sieht's aus? Merkst du schon irgendwas? Oder? Boah, es ist jetzt, Tim, 18.36 Uhr. 18.02 Uhr haben wir es genommen, also eine halbe Stunde nach der Einnahme. Ich muss sagen, leichtes, pushiges Gefühl. Also ich habe Bock auf jeden Fall was zu machen. Ich habe jetzt hier gerade Bilder rausgesucht. Aber ich habe die ganze Zeit einen super trockenen Mund. Also ich habe echt schon so, keine Ahnung, wie viel das jetzt ist, 0,2, 0,3 Wasser getrunken. Man kann sich die Wirkungsweise von Ritalin so vorstellen. Eine Zelle möchte ein Signal zur Nachbarzelle übertragen. Zwischen den beiden Zellen ist jedoch ein Spalt, welcher immer nur kurz für die Signalweitergabe genutzt werden kann. Ritalin wirkt also hier wie so eine Art Brücke, die es möglich macht, Signale zwischen den Zellen länger und schneller auszutauschen. Und ich muss ehrlich sagen, nach 60 Minuten habe ich das tatsächlich dann auch gespürt. Tim, eine Stunde nach der Einnahme, 19.03 Uhr. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen warten noch, weil draußen echt gerade hier der Hagelsturm bei uns begonnen hat. Aber es nützt nichts. Ich muss ehrlich sagen, ich merke die Wirkung jetzt auf jeden Fall. Ich habe fast eine ganze Wasserflasche schon ausgetrunken. Wir gehen jetzt rüber, holen Matthias. Der ist hoffentlich noch verkabelt. Und dann machen wir die Tests. Hey Bro. Ja? Wir müssen jetzt weitermachen. Ey, ich merke es richtig krass jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also richtig so, du bist übelst. Also gehypt? Nee, nicht so gehypt, aber du bist übelst im Tunnel. Okay. So, aber gut oder schlecht? Boah, ich würde schon sagen, also ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt fokussiert arbeiten kann. So. Hm. Ich will jetzt echt den Test machen. Ja, okay. Auch wenn draußen gerade irgendwie hier in München die Welt untergeht. Wir haben uns hier ein ganz normales Nature Memory Game bestellt und ich habe einfach mal 20 Paare rausgesucht und die werde ich gleich hier alle in der Reihe aufreihen und Torben wird dann 60 Sekunden Zeit haben, sich das Ganze zu merken.
Dann werde ich alle umdrehen und er wird dann im Endeffekt gegen sich selber bzw. gegen die Zeit Memory spielen. Denn wir schauen am Ende, wo spielt er besser, mit oder ohne Ritalin. Und boom, 5 Minuten und 4 Sekunden. 5 Minuten und 10 Sekunden. Boah, ich muss aber sagen, es war viel anstrengender. Für deinen Kopf? Ja, es war viel anstrengender. So, als Test Nummer 2 habe ich dem Torben jetzt mal ein Buchstaben bzw. Worträtsel rausgesucht. Wir haben hier 9 Begriffe und das einfach zweimal. Also das ist ein sehr, sehr ähnlich aufgebauter Test. Und er muss diese 9 Begriffe hier in diesem Buchstaben Wirrwarr finden. Das Ganze geht auf Zeit und wir schauen, ist er mit oder ohne schneller. So, 3 Minuten 30. Also wir haben 5 Minuten 10 gebraucht für 8 Begriffe. Das Ding ist, es ist viel schwieriger. Du hast diesen Tunnelblick auf diese eine Sache und deshalb siehst du die anderen gar nicht. Ja, und ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Szene jetzt so sehe, ich bin echt geschockt. Ich habe tatsächlich nur bei dem Konzentrationstest am Rechner ein bisschen besser abgeschnitten, aber auch nicht merklich. Und ich weiß noch echt, diese Situation bei dem Memory war das wirklich am stärksten. Ich habe gar nichts mehr wahrgenommen. Ich habe Tim nicht wahrgenommen, ich habe Matthias nicht wahrgenommen. Ich war so im Tunnel auf diese Karten, aber auch immer nur auf das eine Paar. So, ich konnte gar nicht irgendwie das Paar und das und das und dann irgendwie die wiedererkennen. Nein, ich war so fokussiert darauf und ich habe mir dann irgendwie dieses Eichhörnchen oder so krass angeguckt. Es war ja schon echt ein sehr, sehr merkwürdiger Zustand. Und ich habe dann an dem Abend, als alle weg waren, ich war dann komplett alleine, habe dann auch noch ein paar Sessions gemacht, wo ich noch so ein bisschen weiter gevloggt, was dann passiert ist. So Leute, es ist 20.36 Uhr, also vor 2,5 Stunden habe ich das erste Mal Ritalin genommen und ich muss ehrlich sagen, jetzt glaube ich, bin ich gerade so völlig im Fokus. Ihr habt es gesehen, ich habe einen Call gehabt, Tim hat das noch gefilmt, bevor er abgehauen ist. Ab jetzt wechsle ich so ein bisschen auf die Vlogging-Cam für euch. Ihr habt gerade im Call gemerkt, ich war wirklich super fokussiert. Das ist ein Call, wo mir so Fragen gestellt werden über Social Media und so. Und wenn jemand eine Frage gestellt hat, ich habe nicht irgendwie nebenbei auf Mail, auf irgendwas anderes geachtet, auf mein Handy, ich war nur in der Frage. Ich habe tendenziell es sehr leicht empfunden, so komplexe Sätze zu bilden, einfach so zu sprechen. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel so informative YouTube-Videos aufnehmen würde, würde mir das sehr, sehr leicht fallen. Und ich war sehr fokussiert auf die Frage, konnte mich richtig, richtig gut konzentrieren. Also würde jetzt gerade sagen, dass die Wirkung echt, wenn man jetzt Leistung abrufen will, wenn man jetzt auf irgendwas antworten will, was recherchieren will und so weiter, echt gut ist. Ich werde jetzt gleich was essen. Es ist wie gesagt schon 8:30. Bin mal gespannt, ob dann so diese zweite Welle eintritt. Ich will später noch am Rechner ein bisschen arbeiten und gucken, wie ist das, wenn man einfach völlig für sich so am Rechner arbeitet, fokussiert und so weiter. 21 Uhr 24. Sitze hier gerade mit Matthias. Kannst gerne mal zeigen das Handy. Dass die Leute auch wirklich die Uhrzeit Mark sehen. Marc Eggers ist gerade live. Ich glaube, es wird nicht scharf. Ja. So. Jetzt. Also Leute, wir haben Essen bestellt. Und ich muss sagen, ich habe hier wirklich eins meiner Favorite Meals in München. Die schöne Schattenente von Jan Glockenbach. Wir hatten mega Hunger, aber ich kann jetzt das erste Mal wirklich nicht aufessen. Also Appetitlosigkeit ist auf jeden Fall da. Ich habe sonst normalerweise nie. Also das esse ich locker auf, noch mit Vorspeise und so weiter. Ich habe jetzt nicht mal die Hälfte gegessen, bin wirklich komplett satt. Ich habe mittlerweile 1,5 Liter Wasser getrunken. Ich habe immer noch einen sehr trockenen Mund, bin aber schon echt euphorisch. So Leute, jetzt noch mal ein kurzes Update. Es ist gerade 2.32 Uhr. Ich hoffe, man sieht es hier einigermaßen. Ich will die Elgato Lights noch an. Also ich habe bis jetzt gerade wirklich durchgearbeitet tatsächlich. Und ich muss sagen, ich habe nochmal diese zweite Fuhre wirklich gemerkt. Ich war völlig für mich, habe so ein bisschen so Entspannungsmusik angemacht. Kann ich euch unter dem Video auch mal verlinken und habe wirklich ein paar Stunden jetzt komplett effektiv durchgearbeitet. Merke jetzt aber so gerade so die letzte Stunde, ich bin platt. Also nicht platt im Sinne von, ich könnte mich jetzt ins Bett legen und schlafen, da bin ich gleich mal gespannt, aber im Sinne von, ich bin leer. So, ich habe das Gefühl, so, ich war so konzentriert, fokussiert, ich habe auch echt sehr, sehr schnell geschrieben, ich habe ein paar Kundensachen gemacht, Skripte geschrieben und so, würde sagen, das war wirklich eine der besten Tunnel-Sessions, die ich je hatte. Na, das hätte ich auf jeden Fall mal gebraucht, als ich das Buch geschrieben habe, weil da wäre das, glaube ich, richtig, richtig gut gewesen. Aber jetzt merkt man so, es geht nichts mehr. So, ich habe mir jetzt gerade noch was angeguckt und ich war wirklich so, hey, Zeile für Zeile, man ist einfach platt.
So, ich bin jetzt mal sehr gespannt, ich lege mich jetzt hin. Ich hoffe, ich kann schlafen. Also 2, 3 Uhr ist schon eigentlich immer so meine Uhrzeit. Und morgen früh berichte ich euch dann, ob es irgendwie einen Downer gibt und so weiter. So, und das war dann auch wirklich Tag 1. Ja, ich habe mich dann ins Bett gelegt, ich habe an die Decke gestarrt, ich habe alles dunkel gemacht, ich habe wirklich versucht, irgendwie an nichts zu denken, aber es fiel mir sehr schwer. Ja, normalerweise muss ich sagen, schlafe ich relativ schnell ein abends, da ich so eine gute Abendroutine habe, wo ich auch runterfahre. Diesmal, ich habe an die Decke geguckt, es hat sich alles gedreht und dementsprechend fühlte ich mich dann auch am Morgen. Der Tag danach, es ist 10.25 Uhr. Matthias schreibt schon, er hat Frühstück, Acai Bowl. Es ist 10.26 Uhr, aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn es jetzt spät klingt, ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen. Ich bin um 4 Uhr eingeschlafen. Ich bin mehrmals aufgewacht, also wirklich drei, vier Mal. Und ich war auch jetzt die letzte halbe Stunde nicht mehr wirklich am Pennen, sondern nur noch so im Bett gelegen. Also ich habe vielleicht 5,5 Stunden geschlafen oder so, bin ziemlich platt und werde jetzt aufstehen. So Leute, jetzt nochmal ein kurzes Update. Es ist der 18. Mai, man sieht es, 12.22 Uhr. Ich habe mich jetzt komplett fertig gemacht, wie gesagt, echt schlecht geschlafen. Ich habe leichte Kopfschmerzen, würde ich sagen. Ich habe jetzt überall hier mal Fenster aufgerissen. Ihr wisst, ich habe eine Morning-Routine, habe ich auch mein eigenes Video zugemacht, wo ich morgens immer so 30 bis 60 Minuten Content konsumiere. Ich muss ehrlich sagen, das fiel mir heute sehr schwer. Also ich saß da, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann mich weniger konzentrieren. Ich habe auch schon 1,5 Liter Wasser getrunken, also ich habe immer noch so einen trockenen Mund. Und ja, sind jetzt die letzten 5,5 Stunden vom Experiment. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt gleich ein Interview für eine Zeitung. Und das ging dann auch in den nächsten Tagen so weiter. Also ich muss sagen, ich habe echt Kopfschmerzen gehabt für bestimmt 2 Tage. Ich habe auch gemerkt, dass man irgendwie so leer ist. So, weiß ich nicht, wie wenn man irgendwie so eine harte Partynacht hatte. Die nächsten 2 Tage, ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste, ist es irgendwie so, man kommt nicht so wieder auf den Dampfer. Ja, man braucht irgendwie, man hat so das Gefühl, da ist voll die Leere. Aber normalerweise eher so körperlich. Ne? Beim Alkohol, man kommt irgendwie nicht hoch, man will sich irgendwie nicht viel bewegen. Hier ist die Leere aber im Kopf und ich finde das fast noch viel schlimmer. Weil ich saß dann wirklich auch so vorm Rechner, ich habe teilweise auf so ein Blatt oder so einen Artikel, den ich geschrieben habe für irgendein Magazin, so gestarrt richtig und kam gar nicht so in Gang und war echt so leer. Bin dann so aufgestanden, habe mir einen Kaffee geholt, mich wieder hingesetzt. Also ich war die nächsten Tage tendenziell wirklich echt unproduktiv. Und es gibt noch weitere Nebenwirkungen, die eben viele Leute haben, die ich nicht hatte. Zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, ja, Gott sei Dank nicht auch eingetreten. Ich habe ja auch meinen Puls gemessen, da ist nicht wirklich was passiert. Viele Leute berichten halt auch von Schwindel, ja, dass sie irgendwie Kreislaufkollaps bekommen, dass sie teilweise schwarz vor Augen werden. Auch das, muss ich sagen, hatte ich nicht. Aber was definitiv bei mir der Fall war, war diese Appetitlosigkeit. Ja, also ich habe, wie gesagt, abends schon nichts gegessen. Ich habe am nächsten Tag auch sehr, sehr wenig gegessen. Das hat bei mir fast, würde ich sagen, 2 Tage gedauert, bis ich wieder so der Alte war. Was ich so krass finde, ist, dass so viele Leute darauf zurückgreifen. 75% der Schüler und Studenten zeigen eine Konzentrationsschwäche. Das ist schon sehr, sehr viel. Das kann an vielen verschiedenen Faktoren liegen. Aber ich habe da ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Thema Social Media Detox, Dopamin Detox und so weiter. Wird auf jeden Fall den Teil dazu beitragen. Ständig irgendwelche Pop-Ups, ständig ist man bestrahlt und so weiter. 6% sagen aber, dass sie wirklich direkt zu Ritalin gegriffen haben. Dass sie sich das auf dem Schwarzmarkt besorgt haben. Wenn man sich aber wirklich mal die Nebenwirkungen anguckt und auch ich jetzt, der wirklich unter ärztlicher Behandlung stand, ja, meine Ärztin hat mir sogar noch eine Voice gemacht, hat gesagt, ey Tom, ruf gerne an, wenn du irgendwie dich komisch fühlst und so weiter. Ja, da gibt es Leute, aber die kaufen sich das, die wissen gar nicht genau, wie viele Milligramm sind da drinne. Ja, was kann ich machen, falls irgendwas schief geht, schlucken das einfach, nur um irgendwie durch diesen Leistungsstress zu kommen. Und ich glaube, das Ganze eröffnet wirklich auch noch eine neue Thematik, nämlich genau dieser Leistungsdruck, den man hat. Ja, beispielsweise Bachelorstudium, Masterstudium, man will irgendwie am besten doppelte KP machen, man will immer früher fertig werden. Ja, es gibt Leute, die haben mit irgendwie 23 schon Masterabschluss. Das finde ich halt super krass, weil ich habe den mit 27 gehabt. Klar, ich war nicht der Schnellste, aber wenn ich sehe, wie im Akkord wirklich heutzutage gelernt wird, dann muss ich sagen, muss man wahrscheinlich, wenn man auch diesen Ritalin-Missbrauch angreifen möchte, ja, tendenziell mal an unserem Schulsystem irgendetwas ändern. In diesem Sinne, das war's mit dem allerersten Selbstexperiment hier auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video ein Like da lässt, wenn es dir gefallen hat und wenn du sagst, hey, gerne mehr Selbstexperimente. Ich habe nämlich schon einige in der Pipe, die ich vorhabe, jetzt abzudrehen. Das nächste Video wird das Video sein, 5 Dinge, die dich gefangen halten. Da spreche ich auch von meiner persönlichen Erfahrung. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Kannst gerne den Kanal abonnieren, wenn du das nicht verpassen möchtest. Und danach kommt ein Video,
24 Stunden im Gefängnis. Werde ich noch nicht zu viel verraten. Wir sehen uns wieder auf dem Kanal, wenn du Lust drauf hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis dann.